Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie. Und heute haben wir ein Gaming Time. Ja, ich weiß, ich bin ein paar Minuten früher. Also, das heißt eigentlich, um genau zu sein, fast 10 Minuten früher. Aber, ja, ich habe einfach Lust drauf. Heute geht's in Waterdeep weiter, beziehungsweise nein, unter Waterdeep. Wir sind ja jetzt mittlerweile in der 6. Ebene, nachdem ich ja mir Karten besorgt habe. Und da machen wir heute weiter. Im Hintergrund die Musik, obwohl ich sie jetzt selbst nicht höre. Ich muss da mal gucken, wie ich das hinkriege, dass ich die auf den Kopfhörer kriege und trotzdem für mich leise machen kann und den Rest lauter. Ich habe da schon eine Idee. Muss aber gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das muss ich noch rausfinden. Aber es ist wirklich eine tolle Musik. Es ist von Panda Beats, ist was Neues, was ich gefunden habe. Heißt Hero Gaming. Sound oder so ähnlich und ist eine tolle Playlist, die bleibt auch jetzt hier hinten drin, die wird jetzt auch Standard-Playlist für das Gaming-Van. Wir wechseln in den Live-Bereich, da werdet ihr sehen, da ist gar nicht mehr so viel zu sehen von mir, nehme ich nur noch meine Uhr hier oben in der Ecke und hier das große Spielfeld, da klicken wir jetzt auch drauf und gehen dann sofort in das Spiel hinein. Ja, begrüßen tue ich heute früh auf jeden Fall die Konfuzei. Nein, nicht die Konfuzei, ich begrüße mich schon nicht selbst. Die Xaudina und die Lady Asmodana. Von denen weiß ich, die sind beide da. Und ja, unser Kistenkater, dem geht es nicht ganz so gut, deswegen bleibt der. So, da sind wir. Heute außen vor, aber das ist auch völlig in Ordnung. Man muss ja nicht immer dabei sein. So, wir starten das alte Spiel. Wie gesagt, das hatte ich ja das letzte Mal schon gesagt, bei diesen ganz alten Spielen ist das immer so, man hat nur einen einzigen Ladestand und das ist halt das etwas Blöde gemacht. So, hier dahinter sind glaube ich noch, da sind welche drin. Wo die jetzt allerdings wieder herkommen, das ist jetzt natürlich eine interessante Frage. Ich bin aber trotzdem überlegt, wie werden sie uns angehen. Ah, das war falsch. Ja, wir kämpfen heute mal ein bisschen unkonventioneller, was ihr das angeht. Aber, ja. Gut, da war's. So, also, dann machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Sammelleidenschaft. Und gucken mal, was wir hier so zusammenkriegen. Wieso habe ich da noch einen Stein liegen? Das ist ja mal was ganz Interessantes. So, also auf jeden Fall machen wir zack und zack. Falls hier was kommt, da haben wir noch einen. So, da haben wir da zack und zack. Genau. So, und dann haben wir einen da vorne, den machen wir aber jetzt nicht. So, jetzt machen wir erstmal hier die Dame wieder voll mit ihren Steinen. Das Lustige ist, dass wir so viele Steine haben, dass wir eigentlich wesentlich mehr unterbringen könnten. So, jetzt gehen wir dahin, dann machen wir den voll. Ah, das zurück, so, zack. Gehen wir eins vor. Gehen wir, ja, machen wir den hier, dann haben wir den voll. Jetzt machen wir hier ihn voll. Dann müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal eins schnell machen. Ich werde jetzt erstmal schnell einen Speicherstand machen, damit wir schon mal wissen, dass wir da sind. Das Lustige ist, eigentlich hatte ich heute nicht vor, mehr in diesen Raum reinzugehen, weil wir eigentlich hier ist die Treppe nach oben und hier sind wir eigentlich komplett fertig. Aber wie ihr seht, das ist irgendwie doch nicht der Fall. Und ja, gut, so kann es passieren. Zack. 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 Da haben wir noch einen Dolch. Zack. So, dann nehmen wir den Dolch. Den kriegt, nein, den kriegt er nicht. Den kriegt er hier. Und den Stein packen wir nach da. Und zack. Und ja. Gucken wir hier nochmal durch. Nehmen wir dann hier. Nö.
Das Lustige ist, da ist jetzt gleich, wenn wir jetzt hier runtergehen würden. Nee, eigentlich nicht. Ah, da wäre das. Da, genau. Hier ist eine Tür und die machen wir jetzt gleich von der anderen Seite auf und dann haben wir das erledigt. Zack, eins da, da. So. So, gut. So. Hier die Tür machen wir zu. Und wir begeben uns jetzt auf die andere Seite rüber. Da. Genau an die Wand. Hier runter. Dann sind wir hier. Genau. Ich gucke immer ein bisschen so nach dem Punkt, wo wir ungefähr sein müssten. So, genau hier war die, ist normalerweise eine Wand. Die haben wir jetzt aber schon aufgemacht. Da wir den Schalter gefunden haben. Es ist aber hier. Warte ich. Interessant. Hier wird mir. Was ist das? Das ist ein Button. Okay. Ah, der da. Ja, genau. Den haben wir. Ja, okay. Gut, aber den haben wir, glaube ich, auf der anderen Seite auch. Ja, den haben wir auf der anderen Seite auch. Also gut. Der wird mir auf der einen Seite angezeigt, obwohl er auf beiden Seiten ist. Aber es kann natürlich sein, dass wir den nur auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite nicht. Weil wir ihn auf der anderen Seite natürlich. Vielleicht ist er da noch nicht sichtbar, wenn man das erste Mal hinkommt. So, und da haben wir eine Tür. So. Hier waren wir schon mal und weil wir das Ganze ja kennen und wir wissen, das Ding, gehen wir jetzt erstmal auf Ausruhen. Lassen das Team ausruhen. Dann gucken wir gleich mal durch, ob wie es mit dem Essens steht oder ob wir da irgendwas machen müssen. Na komm. Okay, wir sind fertig. So, jetzt gehen wir erstmal schnell hier auf Speichern. Das Essen können wir ja immer noch machen. Oh, genau. Laufen tut es heute auch. Das läuft heute mal richtig gut. Ich habe nämlich ein bisschen was geändert an meinem Setup. Also nicht am Setup von meinem Computer, sondern am Setup von meinem Internet. Deswegen kriege ich jetzt ein bisschen mehr Priorität was als andere Systeme. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja durchaus in Ordnung. So, jetzt gehen wir mal hier raus. Zack. Und gehen gleich hier rum. Und da kommt gleich einer. So, und den werden wir gleich mal. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. Togor ist eine Stufe aufgestiegen. Das ist doch sehr schön. Dann haben wir zumindest schon mal unseren Zwergenkerl etwas aufsteigen lassen. So, und jetzt müssen wir aber gucken. Also hier. Das ist da, wo wir gerade. Also das hier ist die Tür, wo wir gerade gesagt haben, da ist. Das ist aber nicht die Tür, die ich gemeint habe. So, jetzt muss man gerade mal gucken, weil jetzt ist hier nämlich natürlich noch. Zack, zack. Ich hatte nämlich gerade noch richtig gesehen gehabt. So, wir sind jetzt in diesem oberen Raum. Nein, in diesem Raum. So, wir gehen jetzt zurück. Und wir machen jetzt die Tür noch auf. Und dann sollte das gut funktionieren. So, das heißt, wir gehen jetzt. Ups, habe ich mich einmal zu viel gedreht. So, zack. Jetzt gehen wir hier, kommen wir aber nicht hin. So, nee, da kommen wir gar nicht hin. Interessant. Warum kommen wir da nicht hin? Wieso kriegen wir dann diese. Die Tür haben wir jetzt auf. Oh, was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Ah, da. Gut. Es war auch wieder gut. Haben wir hingekriegt. Wunderbar. Einmal zurück. Zack. Und ja, den kriegen wir nicht, weil das ist ja kein Problem. Dann machen wir es so. Dann machen wir andere rum. Andersrum so. Den nach da. Den nehmen wir auf. Eins zurück. Zack. Eins nach vorne. Eins, zwei. Und so. Und da kam doch glatt einer von hinten. Sowas aber auch. Jetzt ist nur die Frage, wie zum Geier kriegen wir diese Tür auf? Wir haben hier nämlich noch eine Tür und die kriege ich nicht auf, weil ich natürlich hier nicht weiterkomme. Aber ne, das verstehe ich nicht. Interessant. Wäre, als wäre hier irgendwo ein Punkt. Habe ich irgendwo einen Schalter übersehen? Anscheinend. Also,
Ich weiß, dass das wahrscheinlich keine gute Idee sein würde, diese Tür aufzumachen, weil dahinter wahrscheinlich unheimlich viele Kenkus sind. Aber gut, lassen wir. Wir gehen jetzt runter und wir machen uns auf in die nächste Ebene und lassen die Ebene hier oben Ebene sein. Kann auch sein, dass man da nur von oben reinkommt, wobei dann wiederum die Frage wäre, warum und wieso kriegen wir das hier nicht angezeigt. So, hier waren wir ja schon. Den Raum haben wir gemacht, den Raum haben wir gemacht. So, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Und da haben wir ein paar Eier gehabt, die hatten wir auch gebraucht. Also wenn ihr das mal spielt und kommt in Ebene 6, also das ist ja Eier auf die Beholter 1, aus 91, wenn ihr, also aus dem Jahre 1991, wenn ihr das mal spielt und kommt in die 6. Ebene und ihr findet Kenku-Eier, nehmt die auf jeden Fall mit, weil die braucht ihr. Genauso wie diese Pfeile, die ihr hier auslöst durch diese Platten. Wenn ihr das erste Mal langlauft. Ruhig mitnehmen, weil die braucht ihr. Denn diese Pfeile sind dafür gedacht, dass ihr dann später diese in diesem Raum, wo wir gerade waren, da sind ganz viele Nischen in der Wand. So immer so auf dieser Höhe etwa. Und da müsst ihr einen dieser Pfeile reinlegen und dann geht die Wand weg. Also da müsst ihr dran denken, wenn ihr das vergesst, dann kommt ihr nämlich definitiv nicht dahin, wo ihr hin wollt, weil, ja. Und ihr verliert wichtiges Material, was ihr braucht, um selbst später weiter agieren zu können. So, genauso wie es ja 3 Schlüssel gibt, die ihr findet, damit ihr dann hier diese Wand aufmachen könnt. So. Jetzt ist natürlich die Frage, warum? Vom Henker? Ah, hier. Gut, so, jetzt müssen wir mal gucken. Hier hat die Schlüssel. Gut. So, ah. Wo kommt die denn jetzt? Der denn plötzlich her? Ups, okay, gut. Das war aber jetzt nicht so schlimm. Das wird nicht ganz so weit geschmissen. Gut. So, zack. Und jetzt einmal nach da. Dann machen wir ihn hier voll wieder. Gehen 2 weiter. Dann machen wir sie hier voll. Dann machen wir einen zurück. Und dann machen wir... Ja, ah, komm. Ach, geht nicht. Gut, dann müssen wir es so machen. Etwas näher ran. So. Und jetzt sind wir am Abgang zu Ebene 7. Wir gehen also jetzt die Ebene 7 runter. Das ist der Abgang. Falls ihr Karten habt und ihr habt die gleichen Karten, die ich habe, dann ist das die Karte... Der Kartenpunkt X3 geht in 7 und kommt bei unten auf 7.1 raus, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Genau, wir machen jetzt also hier runter und kommen in der Ebene 7.1 an. Aber vorher wird natürlich nochmal gespeichert, falls wir runterkommen und das Ganze nicht überleben. Aber ich glaube, da unten ist gar nicht so viel. So, wir gehen runter. So, und jetzt brauchen wir ein Symbol. Das ist das Lustige. Ich soll jetzt ein Symbol aufmachen, habe aber natürlich gerade das Buch nicht auf. So. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann stürzt das Programm ab. Und ja, wie machen wir das jetzt am intelligentesten? Wir nehmen einfach mal das Handy kurz und wir gucken, mal, da haben wir ja auch einen Browser drauf, genau. Dann machen wir hier einfach mal Eye of the Beholder. Schild Boot. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Da kommen wir nicht hin. Gut, dann machen wir das Ganze mal auf dem iPad. Da kommen wir, glaube ich, besser hin. So, etwas kleiner machen. Brauche ich einen Browser. Eye of the Beholder. Schild, Seite,
Zeile 9, Wort 2. So. Ja, das ist natürlich jetzt sehr schön. Ich hab das oben in der Ding. Hier. Oder? Oh, warte. So. Ich gebe es einfach mal. Ah, funktioniert. Okay. Gut. Ist doch auch nicht schlecht. Also anscheinend braucht man den ganzen gar nicht mehr. Nein, das war weiter so. Zack. Jetzt. Ah, da haben wir die Wache. Und da lesen wir dann mal. Eine Dunkelelfenpatrouille hält euch auf. Der Anführer sieht euch verächtlich an und knurrt. Also Trollfutter, nennt mir einen Grund, warum ich euch nicht in den Sklavenpferch werfen soll. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir sie angreifen oder wollen wir sie bestechen? Wir werden als erstes mal versuchen zu bestechen. Wie, ihr wollt mich bestechen und beleidigen? Ich will keine Spielzeug, sondern potenzielle Diener, egal welche Kreaturen, Kenku, Kobolde, Troglüten, je jünger, desto einfacher sind sie zu brechen. Doch warum schwätze ich mit euch? Schaut ab oder wir schneiden euch in Streifen. So, die hauen uns in Streifen hauen, also hauen wir sie in Streifen. Das ist aber genau der Punkt, wo ich gesagt habe. Ja, da passiert das, was ich nicht wollte. Sehr schön, wir haben es geschafft, wir haben sie platt gekriegt. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so gut. Wir werden jetzt erstmal schnell speichern. So. Speichern, genau. Das ist wichtig. So, jetzt werden wir jetzt erstmal wieder schnell unsere Waffen hier auffüllen. Das Problem, was ich nämlich jetzt habe, ist, dass ich dadurch, dass ich jetzt zwei Leute habe, die paralysiert sind, gar nicht so viel machen kann hier und nur hoffen kann, dass die Leute da noch ein Schwert, das ist die großen Schwerter sind gar nicht so schlecht, aber muss jetzt natürlich erstmal gucken, dass ich hier den dahin packe. So, jetzt machen wir den hier voll. Zack, das Schwert legen wir auch mal hier hin. Oh, jetzt ist natürlich die Frage, zack. Ah, okay. Da ist sie. So. 1, 2, 3, 4. Gut. So, jetzt machen wir gerade mal, dann wer kriegt das und das. Das ist zack. So, die Schwerter nehmen wir mal mit. Wie packen wir die denn hin am besten? Irgendwer hatte doch noch viel Platz. War das? Ah, das war Livia. Gut, Livia kriegt die beiden Schwerter. So. Jetzt machen wir aber als erstes mal hier gucken, ob wir das hinkriegen, dass wir die wieder gesund kriegen. Also die sind klar. Vielleicht haben wir Glück, dass sie nach der Heil- und Ausruhphase wieder nutzbar. Ah, sind sie. Okay, sehr schön. Das heißt, wir können so. Und so ist auch in Ordnung. So, und jetzt holen wir erstmal schnell noch die letzten Waffen zusammen. Und okay. Da, ja, genau. So, jetzt müssen wir nur gucken. Wir machen jetzt aber gleich mal eins noch. Wir gehen nochmal schnell hin und machen nochmal eine Speicheroption.
speichern. So, das heißt, wir haben jetzt die Patrouille erwischt. Das ist schon mal gut. Die erste Patrouille haben wir auch überlebt. Gut, so, jetzt müssen wir gucken. Wir könnten da lang, wir können da lang. Wir sollten aber als erstes mal ganz nach da oben und sollten unsere restlichen Waffen herbeiholen. Genau. Steine. Und... okay, da fehlt uns... ah, da ist der Dolch. Gut, okay. Da ist der Dolch. Ich wollte gerade sagen, da fehlt uns doch noch ein Dolch. Oder ein Pfeil, aber den haben wir. So, und da sind noch zwei Pfeile. Und gut. So, okay, dann gehen wir mal weiter. Hier sind... ist nichts. Das ist in dem Raum. So, und auf der nächsten Ebene... also, wir gehen jetzt hier so. Da haben wir hier wieder eine Inschrift. Nicht trödeln. Oh, oh. Okay. Ah, okay. Okay, okay, sehr schön. Ich weiß nämlich, dass wir jetzt hingehen und dass wir jetzt auf der nächsten, ach man, wie heißt, dass wir jetzt hier zu einem Punkt kommen, wo wir, wenn wir weitergehen, entsprechend das Problem haben werden, dass wir durch diese Bodenplatten, ihr seht hier wieder diese Bodenplatte in der Mitte. Diese Bodenplatte sorgt dafür, dass wir wahrscheinlich weiter geskippt werden, als wir sollen. Deswegen müssen wir jetzt mal genau aufpassen. So. Ah, okay, gut. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. So, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal kurz ausruhen. Ja. Genau. So, wir müssen kurz warten. So, jetzt müsste... ah, nee, sie ist noch nicht ausgeruht genug. Aber jetzt, gut. So, jetzt nochmal weiter ausruhen. Jetzt kann nämlich die Heilerin uns heilen. Das heißt, sie heilt sich natürlich selbst, klar. So, gut. Jetzt fertig. Mann. Das sind immer ewige Raststunden, bis man da so weit ist, dass man da hinkommt, wo man hin möchte. Okay, gut. So, Ende. So, jetzt machen wir aber trotzdem hier wieder einen Speicherpunkt. Auch wenn das ein schwieriger Punkt ist. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Also, wenn wir jetzt da lang gehen, so. Die Frage ist, von wo kommen die... aha. So. Gut, das ist aber nicht schlimm. Dann haben wir hier eine Klerikerrolle Gift verlangsamen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Gift verlangsamen ist immer gut. So, trotzdem machen wir jetzt hier wieder eine Ausruhphase. Also dieser Punkt ist echt eine schwierige Situation. Wir werden jetzt aber gucken, dass wir raus, rüber und hoch, weil von da aus kommen wir, denke ich mal, obwohl, nee, wir gehen ganz ade durch. So, genau, wir sind noch nicht ganz ausgeruht, denke ich mal, aber es passt. So, wir drehen uns nach da, weil ich will jetzt gerade durchrennen, genau. Oh. Perfekt. Ah, Mann, also man, hier hat man es gar nicht so einfach mit diesen Dunkelelfen. Entschuldigung, dass ich gerade nicht gesprochen habe. Ich musste mich ein bisschen konzentrieren darauf, dass ich das umwechsel. Ihr seht ja immer, die Dunkelelfen haben eine Paralyse. Und wenn die greift, dann hat man das Problem, dass man natürlich sich nicht mehr bewegen kann. Also beziehungsweise die Charaktere können sich nicht bewegen. Und das ist natürlich eine ganz blöde Situation. Und daher... ah, okay, gut. So, wir gehen jetzt trotzdem mal hier rein. Da haben wir hier einen Raum, da liegt eine Rolle. Ist aber nicht schlimm, die werden wir gleich nehmen. Wir werden jetzt aber als erstes mal erstmal hier unsere ganzen Charaktere wieder so behandeln, dass sie entsprechend
gut agieren können. Das heißt aber jetzt natürlich auch wieder, wir gucken erstmal, was hier ist. Haben wir hier Nahrung erschaffen, das ist auch eine schöne Schriftrolle, die nehmen wir auch mit. So, und jetzt machen wir als erstes mal wieder unsere Heilung hier und gehen dann weiter. So, wir sind jetzt in diesem Raum, also ich habe jetzt auf meiner Karte geguckt. Wir gehen jetzt gerade mal, wenn wir durch sind, hoch und gehen dann weiter und gucken, da ist eine Tür, da ist eine Wand, das ist aber auch richtig. Nur ist die Wand 2 tief und sollte eigentlich nur 1 tief sein. Okay, gut, auch nicht schlimm. So, wenn wir jetzt hier lang kommen, kommen wir einmal zu einer Abzweigung. Da ist ein Schlüssel. Das nützt uns aber nichts. Und der Dieb kann wahrscheinlich auch nicht. Nein, kriegt er nicht auf. Gut, dann machen wir das wieder rum. Und also das, die Tür, der Schlüssel, da ist ein Schlüssel, der macht diese Tür auf. Und hinter dieser Tür ist ein Abgang zu Ebene, also ein Aufgang zu Ebene 6. Da kommen wir in einen geheimen Zusatzraum in Ebene 6. Den können wir jetzt natürlich nicht erreichen. So, und hier ist eine Tür, die wir von der Seite, wo wir jetzt stehen, nicht aufbekommen. Das heißt, die müssten wir von der anderen Seite wohl aufbekommen. Gut, ist aber nicht schlimm. Wir haben das erreicht, was wir wollten. So, jetzt müssen wir gucken. Also rein und dann ganz schnell nach oben durch. Dann müssten wir genau dahin kommen, wo wir hinwollen. Gut. So. Das war nicht gut. Also Spieloption, Spielladen, weil wir haben unsere Klerikerin verloren. Das ist nicht gut. So, jetzt sind wir da. Okay. Gut, also, wir werden jetzt aber trotzdem das machen, so wie wir es geplant haben. Wir werden uns jetzt nicht da unten den Raum angucken, wahrscheinlich werden die durchkommen. So, gut, wir haben es eigentlich relativ gut überlebt, würde ich sagen. Gut. So, da ist die. Da ist der Durchgang. So, wir gehen jetzt aber trotzdem mal ganz hier hoch. Hier oben ist am Ende des Durchgangs ein Raum und da sind Dunkelelfen und das ist nicht gut. Da ist unser erster Kämpfer schon mal ausgenockt. Okay, also die Vorderen haben immer so das kleine Problem, dass sie relativ schnell ausgenockt werden bei den Dunkelelfen. Ist aber nicht schlimm, weil wir kriegen es ja wieder gut hin, dass wir dann am Ende die Möglichkeit haben, unsere Dunkelelfen, unsere Leute wieder zurückzuholen. Aber es ist natürlich ein bisschen nervig, dass man jedes Mal dann 20, 30 Stunden warten muss, bis die Leute wieder laufen können. Aber ja, ich weiß, das ist mit dem Aber ist jetzt wieder so ein Problem bei mir. Es ist ja immerhin besser, als wenn man dann vor den Feinden davon rennt. So, zack. Und deswegen lassen wir das jetzt schön. So, der hat noch 2 Pfeile. So. Gut. Wir gucken mal, was wir hier in der haben. Es ist eine Feuerball-Magierrolle, die lassen wir liegen, weil Magierrollen brauchen wir nicht. Wir haben keinen Magier dabei. Auch wenn ich das gerne hätte. Aber ich weiß, dass wir in tieferen Regionen noch einen Magier bekommen sollen. Dann müssten wir uns aber entscheiden, wen von unseren Leuten lassen wir raus. Und das ist für mich immer so eine Sache, wo ich dann sage, ich habe mich jetzt an die Charaktere gewöhnt und sie sind natürlich auch entsprechend ausgerüstet und haben alles, was sie brauchen. Aber gut, es ist halt ein Spiel mit einer Sechsergruppe und soweit ist es. So ist es dann halt, muss man halt mitleben. So, wir sind jetzt hier und werden jetzt hier mal durchmarschieren. Kommen wir auf die andere Seite der Tür. Und zwar, indem wir den kompletten Umweg machen. Oh, jetzt kommen wir hier hoch. Jetzt geht's. Zack. Zack. So, hier haben wir einen Raum. Gut.
Das, was ich da höre, ist, gefällt mir gar nicht, aber wir gehen trotzdem weiter. Wir kommen jetzt hier, zack. So, hier ist eine Tür und die können wir aufmachen. Da ist ein Durchgang. Gut, aber wir gehen jetzt erstmal hier und machen hier auf. Aber Tür, wir haben es gelernt. Speichern ist in solchen Spielen immer absolut wichtig. Deswegen vor dem Türöffnen einen Speicherpunkt anlegen. Das falls wir dann so. Und das sind dann zack. So, und schon haben wir den aus der Quest gesetzt. Seht ihr, so einfach geht das. Jetzt können wir schön nacheinander die ganzen Waffen wieder einsammeln. Da haben wir nichts, aber da haben wir zwei. So, dann gehen wir hier rein. Oh, dann gibt es für den Herrn noch ein Dolch. Ein Dolch, habe ich gesagt. So, hier haben wir noch ein Dolch. Zack. Da. Wir haben kaum Verwundungen gekriegt. So, da haben wir eine Klerikerrolle. Segen. Die werden wir dann auch gleich mal anwenden. Auf alle. Gut. So, dann haben wir eine Kette. Die kriegt Livia und ein Fresspaket. Das kriegt unser Zwerg. So. Ah, immerhin. Also, kann man nichts gegen sagen. Doch schon mal eine sehr schöne Sache. So, und jetzt ist hier auch Ruhe. Ah, nee, doch nicht ganz. So. So, hier haben wir einen Rundgang. Und da kommen wir in den tieferen Regionen dieses Ganzen. So, wir gehen jetzt aber hier hin. Hier ist eine Tür. So, das heißt, wir kommen jetzt von dieser Seite dahin, wo wir gerade waren, ohne dass wir über die Platten müssen. Da ist wieder unser erster Zwerg außer Gefecht gesetzt. Und da ist unser nächster Gegner außer Gefecht gesetzt. Sehr schön. So, das heißt, wir haben diesen Punkt erreicht. Oh, also jetzt das, was wir vorhin nicht geschafft haben, haben wir jetzt geschafft, indem wir einfach von der anderen Seite gekommen sind. Wir haben zwar wieder einen Zwerg, der etwas paralysiert ist, aber das ist kein Problem. Wie gesagt, wir haben hier ja genügend Zeit, das Ganze dann mit Ausruhen hinzukriegen. So, hier ist nämlich diese Klerikerrolle. Nahrung erschaffen, die wollen wir ja mitnehmen, hatten wir gesagt. So, wir machen also jetzt hier ein Camp. Der Nachteil ist, jetzt dürfte, wenn wir aus dem Ding aus der Sache rauskommen, dürften wir eigentlich den Segen verloren haben. Ja, genau, der Segen ist weg. Haben wir hier eine Segensrolle? Magie entdecken. Person festhalten. Person festhalten. Schutz vor Bösem. 3 Meter. Magiebannen. Ah, das ist gut zu wissen, dass wir eine Magiebannenrolle haben. Stärkung. Wunden verursachen. Kritische Wunden. Wir haben doch aber hier noch ein paar. Gebet. Schutz vor Bösem. Segen. Da haben wir eine Segensrolle. Haben wir hier noch eine Segensrolle? Das ist eine Gebetsrolle. Flammenklinge. Schwere Wunden. Ah, egal. So, da gehen wir jetzt nicht durch. Das ist das mit der Bodenplatte wieder. Also gehen wir jetzt hier zurück. Genau. Hier kommen wir jetzt da. Da kommt die Tür. Da drüben ist die Tür, wo wir jetzt nicht durchkommen. Da müssen wir gucken. So, und wir gehen jetzt hier weiter. Wir kommen jetzt als erstes hier hin und haben hier zweimal links und einmal rechts. Wir gehen jetzt aber als erstes mal hier rein. Hier ist nämlich ein Räumchen. Da ist ein Pfeil. Hui, ein Pfeil. Hey, jetzt hast du schon 12 Pfeile. Wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Und mehr ist hier auch nicht, wenn ich das richtig sehe. Einmal mal ein bisschen die Wand im Baum. Das habe ich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen vernachlässigt wieder. Aber was wir noch machen können, ist, wir können jetzt hier nicht ausruhen, aber einen Speicherstand machen. Einen Speicherstand machen, so rum. So, also das haben wir hier mal. Jetzt nehmen wir den unteren Raum und dann gehen wir... Das ist jetzt natürlich die Frage. Wir gehen nach unten und gucken erstmal, dass wir hier den ersten Raum nehmen. Genau. So, zack. So, jetzt kommen wir hier hin. Jetzt sind wir hier. Jetzt geht's nach da.
Und danach gucken wir mal kurz da. Okay, dann geht's da. Und dann gehen wir den Gang hier weiter. Okay, so schnell geht das. Da haben wir den auch einfach aus seiner Rüstung gehauen. Der hatte nicht mal die Chance an, den Ansatz einer Chance gegen meine kleine Gruppe. Aber das ist auch ganz gut so, dann muss ich nämlich nicht wieder sichern. Und wir sind hier gut unterwegs. Im Übrigen, nur damit ihr das jetzt wisst, ihr habt ja gesehen, dass sich hier die Farbe geändert hat, der Wände. Das heißt, wir haben hier jetzt das Dunkelelfengebiet erreicht. Ist ja auch unschwer zu sehen, wie schließlich und endlich hatten wir schon Kontakt mit den Dunkelelfen. Und ja, dieses Gebiet ist nicht ganz ungefährlich, aber wir werden das durchaus hinkriegen. So, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. So, hier ist ein Durchgang zu einem großen Raum. Den nehmen wir uns auch gleich mit und das sind dann auch gleich ein paar. So, da waren zwei Dunkelelfen. Die hatte ich jetzt nicht gerade auf dem Schirm. Aber ist nicht schlimm, wir haben sie hingekriegt. So, müssen wir nur wieder das ganze Zeug einsammeln. Und dann müssen wir gleich gucken, dass wir unsere Livia wieder aus ihrer Paralyse befreien. Damit wir unsere Kriegerin wieder haben. 10, 11, 12. Aber wir hatten da hinten eine Kette. Die kriegt die hier. Gut. So, gut. Dann machen wir jetzt erstmal hier eine kleine Ausruhpause. So, ja, wir sind schon relativ gut klar. Wir sind jetzt in dem Bereich, wo wir fast vorhin runtergekommen sind. Wir hatten ja, als wir runtergekommen sind, den Weg geradeaus, den wir gelaufen sind, oder einen Weg rechts. Und den Weg rechts in der Nähe sind wir jetzt. Dieses Labyrinthstück, was wir jetzt hier haben, gehört zu diesem Bereich. Und wir werden da jetzt ein bisschen weiter erforschen, weil ich mir denke, das ist gar nicht so schlecht. So, wir sind jetzt in diesem Raum so raus. Da sind wir da reingekommen. Das heißt, das ist jetzt der Durchgang. Also wenn wir jetzt hier lang gehen und uns dahin drehen, sehen wir die Treppe nach oben. Das ist da, wo wir runtergekommen sind. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, kommen wir dahin, wo wir noch nicht waren. So, wir gehen jetzt hier den Weg weiter. Hier gibt es einen. Hier ist ein Durchgang. Der ist am Ende nur ein Gang. Der führt zu nichts. Okay. So, hier haben wir jetzt wieder einen Rechts- und einen Linksgang. Wir nehmen den Gang nach rechts. Und laufen wir weiter, dann kommen wir hier hin, haben hier und hier. Diese kleine Ecke ist da, warum auch immer. Und dann sind wir am unteren Ende und dann kommen wir jetzt hier vor und hier ist eine Tür. So, Tür, wir wissen es, Türen immer speichern. Angeblich ist da nichts, aber ich bin vorsichtig, es könnten Dunkelelfen dahinter sein. Nein, sind sie nicht. Aber wir haben hier was Wichtiges. Also erstmal einen Heilungstrank. So, da müssen wir gucken, wer hat die Heilungstränke. Er hier, glaube ich. Das ist der extra Heilungstrank. Das ist ein Giftheilungstrank. Hatte niemand anders die Heilungstränke? Nein, hatte keiner. Also nehmen wir ihn. So, und unsere Livia bekommt einen Schlüssel. So, wir müssen natürlich diesen Schlüssel weise einsetzen. Weil... Oh. Oh. Oh, oh. Okay. Gut, wir müssen diesen Schlüssel weise einsetzen, weil wir natürlich nicht wissen, wie viel Schlüssel wir noch finden und wo wir genau hin wollen. Aber wir haben ja das Gute, dass wir vor Türen, wo wir den Schlüssel verwenden,
aufmachen können, reingehen können und können gucken. Und wenn nichts Interessantes drin ist, speichern wir einfach zurück. Genau. So, jetzt kommen wir hier. Dieser Gang hat einen Pfeil. Den nehmen wir natürlich mit. So, hier sind wir jetzt wieder in dem Räumchen, wo wir gerade eben waren. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zurück. Wir wollen den Weg hier unten lang nehmen. So, den hier. Wir hätten jetzt auch gerade hier durchgehen können. Da wären wir genauso auf demselben Punkt angekommen wie gerade. Aber da ist eine Nische gewesen. Und Nischen beinhalten manchmal Sachen. So, hier sind wir jetzt wieder in dem Raum. Wir haben gerade hier gestanden. Jetzt sind wir hier. Dieser Raum hat sehr viele Eingänge und Ausgänge. So, jetzt gehen wir hier. So, hier geht's nach unten. Das werden wir uns merken. Das ist schon mal sicher wichtig. Aber wir werden trotzdem erstmal hier oben in dieser Ebene bleiben. Das ist da, wo wir gekämpft haben. Genau. So, und jetzt gucken wir uns erstmal hier oben diesen Raum an. Ich will aber trotzdem vorher hier speichern, weil wir machen jetzt nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir gucken uns jetzt an, was in diesem Raum ist. Ist in diesem Raum nichts, ist es blödsinnig, den Schlüssel dafür zu verwenden. So. Hier sind Pfeile, 3 Stück, aber sonst haben wir nichts. Ist, ja, okay, aber nee, das ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. Deswegen machen wir jetzt Spielstand laden. Und dann mache ich mir hier hin und schreibe mir dahin Pfeile. Dann weiß ich, dass wir da nichts Wichtiges haben. Pfeile. So. Weil ich weiß, wir haben ja noch eine Tür hier oben gehabt, die X zu X3. Die führt in die 6. Ebene. Okay. Ich will aber trotzdem, weil wir haben hier hinten noch eine ganze Menge Türen. Und ich will auf jeden Fall einen Schlüssel behalten, dass wir in eine dieser Türen reinkommen. So, das heißt, wir sind jetzt hier. Gut, dann haben wir das erreicht. Dann weiß ich, was wir da haben. So, jetzt laufen wir den Weg zurück. Und laufen den Weg dann unten rum. So, zack, hier lang. So, und jetzt geht's hier weiter. Ah, da kommen Dunkelelfen. So, also die Dunkelelfenschwerter, die gibt es sehr häufig. Und ich bin auch überlegt, mir noch ein zweites. Achso, nee, den Stein brauchen wir ja nicht hier, den zweites mitzunehmen. Rein so aus Interesse heraus, dass wir das vielleicht nochmal später benutzen könnten. Für was? So, hier haben wir jetzt auch noch ein paar. So, dann nehmen wir den Pfeil. Zack, zack, zack. Zack. Pfeil. Ich weiß, dass Pfeile immer wichtig sind. Und wir jetzt gerade auch in dem... Okay. Also langsam wird's interessant. Die Dunkelelfen werden immer dreister. So, zack. Oh. Aber gut, wir sind ja mittlerweile gut gerüstet und kriegen da auch. Ah, wir haben einen Stein verpasst. Warum auch immer. Ah. So. Also jetzt müssen wir langsam einsammeln und hoffen, dass wir auch die Einsammlung fertig kriegen. Warum zum Henker fehlt hier ein Stein? Ah, da ist der Stein. Wollte doch sagen, wir haben doch genügend Steine gehabt. Das Lustige war jetzt, dass ich dadurch, dass ich jetzt den genommen habe, den Dolch in der, also den Pfeil in der Hand hatte, konnte ich den Pfeil natürlich gleich auf den einen schmeißen. Und wir hatten das hingekriegt. So, jetzt müssen wir erstmal schnell ausruhen, damit wir die Livia wieder hochkriegen. Und dann sollten wir wirklich mal Essen machen. Weil, ja, jetzt machen wir gleich. Zack. Zack. Und machen Nahrung erschaffen. So. Schon haben wir alles. Oh, Moment mal. Wir haben ja auch noch. Oh, was haben wir denn hier noch? Leichte Wunden heilen.
Stärkung, Gift verlangsamen, Nahrung erschaffen, Gift neutralisieren. Ah, sonst haben wir keine. Okay, gut. Kein Zauber. Gut. Die beiden wechseln wir jetzt mal. So, und jetzt geht's hier weiter. Wir sind jetzt, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Jetzt habe ich mich völlig verwirrt. Ah, da sind wir. Okay, gut. Mal nach da gucken. Da geht es zu einem Raum. Und da geht es. Okay. Gut, wir gehen jetzt erstmal in den Raumbereich. Auch wenn ich vermute, dass wir da auf Dunkelelfen treffen. Nee, doch nicht. Ein Schild. Das nehmen wir mit. Auch wenn wir es eigentlich nicht brauchen, weil wir haben, glaube ich, hinten noch einmal ein Schild. Ja, genau. Das ist aber nicht schlimm. So. Gut, den Raum haben wir jetzt abgehakt. Und jetzt geht's hier hoch. Zack. So. Da haben wir ein. Okay. Gut, also. Da, und dann haben wir da ein A und A. Okay. Okay. Gut, dann machen wir das so. Oh, wo kommt denn der jetzt her? So. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen gut agieren. Das kriege ich aber hin. Wir müssen jetzt eins zurück rüber und den Ding machen und wir werden, ich werde mal die zwei tauschen, so und so, so, gut, so, jetzt mal eins zurück, da. Ah, okay, der fliegt durch uns durch, okay, auch nicht schlecht, muss man ja wissen. Das Lustige ist, eigentlich ist auf dieser Seite ein Schalter angezeigt, der aber nicht da ist. Also zumindest sehe ich ihn nicht. Hm. Übersehe ich irgendwo was? Nö. Also hier ist kein Schalter. Normalerweise wären die Schalter hier oder hier. Aber hier ist keiner. Okay. Gut. Dann ist das falsch eingezeichnet. Ach nee, da ist was von oben. Ein Loch von oben. Aber da ist auch kein Loch von oben. Anscheinend haben wir das schon zugemacht. Ach ja. Okay, gut. So, wir sind jetzt in einem großen Raum. Mal nach links gucken, mal nach rechts gucken. Gehen wir rein. Zack, zack, zack. So, ein großer Raum. Und am anderen Ende dieses Raums ist eine Tür. Wer hätte es anders gedacht, dass da eine Tür ist? So, genau. So, und diese Tür führt zu einem Durchgang mit vielen Türen. 1, 2, 3 insgesamt plus einem großen Raum. Hinter den Türen ist entsprechend immer ein Gang. Also ein Durchgang. So, jetzt gehen wir aber trotzdem hier rein. Und gucken mal, wo wir hinkommen. So, hier haben wir eine Tür, die keine Öffnung hat. Gut. Das kann gut, das kann auch schlecht sein. Ich habe nämlich das miese Gefühl, dass, wenn wir jetzt hier durchgehen, wir hier hinten irgendwo hinkommen, wo Schalter sind. Und wenn wir da reingehen, dann gehen ganz viele Türen auf. Und wir haben ganz viel Ärger. Sag ich doch. Oh oh. Eigentlich können wir das schon gleich lassen, weil das bringt uns nichts. Wir sind ja, genau. So. Also, nächster Versuch.
Ich weiß, dass das jetzt ganz blöde ist, was ich mache. Aber ich muss das machen. Sonst haben wir ein Problem. So. Der bekommt das Schwert. Kann der das überhaupt benutzen? So kann er. Ja, sehr schön. So. Den packen wir rüber. Kann der das Schwert benutzen? Kann er auch? Okay. Gut. So. Bei ihr packen wir das Schild. Also das Schild packen wir hier hin. So. Schau mal ernst 1. Damit wir dann dahin kommen. So, und bei ihm packen wir das Schild hier hin. So, genau. Gut. So, wir werden. Das wird jetzt eine tricky Runde, aber das kriegen wir hin. So, genau. Okay. Den ersten haben wir weg. Ich bin jetzt gerade ein bisschen konzentriert, deswegen Entschuldigung, dass ich jetzt gerade nicht geredet habe, aber ihr hört ja im Hintergrund, dass dass dieser Untote da immer noch rumrennt. So, jetzt will ich gerade mal gucken, was haben wir hier? Eine Lähmung aufheben, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Was haben wir hier? Schutz vor bösem 3 Meter, das ist auch eine schöne Rolle, die nehmen wir auch mit. Und was sicher wichtig ist, wir haben hier einen weiteren Schlüssel. So, und bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, ich weiß, dass das jetzt eine ganz, ganz gefährliche Situation ist, deswegen machen wir trotzdem Speichern. Und ich will gucken, ob wir es hinkriegen, ob ich hier ausruhen kann, ohne... Ah, es geht, sehr schön. Weil dann können wir nämlich das machen, was ich gerade eben überlegt hatte. So, ah, komm. Ja, los. Bleib fertig. So, alle ausgeruht, sehr schön. So, wir können jetzt, zack... Und machen hier wieder den Move, den wir gerade eben gemacht haben. Zack. Und zack. So, jetzt gehen wir mal hier vor. Gut. Drehen uns rum. Weil irgendwo rennt hier nämlich noch dieser eine Typ rum, den wir verkrault haben. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Nein. So. Ich will natürlich gucken, dass wir diesen den Untoten, den wir gerade noch der uns gerade noch angegriffen hat, dass wir den nicht wieder vor die Nase bekommen. So, jetzt machen wir erstmal zack und zack. So, sehr schön. Da ist er.
So, den haben wir weggekriegt. So, jetzt gucken wir gerade mal. Schwere Wunden heilen. Sehr schön. Gut. Hier haben wir nichts drin. Gut, der traut sich nicht ran an uns. Das heißt, das ist der, den wir verschreckt haben. Und das ist natürlich für uns unheimlich gut, dass der nicht rankommt. Dann haben wir den schon mal. Ich nehme mal an, dass wir in jedem Raum einen hatten. Das hieße jetzt, wir hätten zwei der drei platt gemacht und hätten jetzt noch zwei Stück, die wären. So, das Problem ist, ich muss mal gerade gucken. Kritische Wunden heilen. Den will ich gerade noch mal auf ihn hier anwenden. So, genau. Weil dann können wir ihn nämlich wieder hier vorne hinpacken und können ihn hier mit den Pfeilen und so ausrüsten, weil wir gehen jetzt gleich davor und dann wird das Ganze nämlich tricky, weil wenn wir davor gehen, wir können nicht einfach rangehen und sagen, okay, wir nehmen unsere Sachen auf und gut ist, das ist, weil wir jetzt davor gehen, dann kommt der natürlich ran und greift uns an, so. Oder auch nicht. So, jetzt haben wir den, das was wir ihm im Endeffekt angetan haben, haben wir jetzt ausgeschaltet und jetzt müssen wir ihn außer Gefecht setzen, aber besser jetzt außer Gefecht setzen und gut, als wenn wir da am Ende, so, jetzt haben wir ihn außer Gefecht gesetzt und wenn man hört, hört man nichts, das heißt, wir haben jetzt alle Untoten außer Gefecht gesetzt und können entsprechend jetzt wieder agieren. Wir behalten aber uns trotzdem diese Konstellation bei, weil das mit diesen Doppelschilden, das ist gar nicht so eine schlechte Idee, also mit diesen Schilden in der Hinterhand und den Waffen, weil das natürlich eine wesentlich schnellere Agiererei gibt, wenn wir da irgendwas wechseln müssen. So, zack, haben wir da, das ist eine Magierrobe, die brauchen wir nicht, die können wir hier lassen. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal hier gucken, dass wir noch die Pfeile unterbringen oder die Dolche. So, das ist jetzt natürlich klar, dass wir jetzt Pfeile und Dolche im Überfluss haben, weil wir natürlich jetzt zweimal Hände frei haben. Deswegen haben wir zwei extra, aber das ist nicht schlimm. Die bleiben einfach da und gut ist. Zack und zack, das ist der letzte. Wir gucken aber trotzdem nochmal in die einzelnen Räumlichkeiten rein, ob da irgendwo was ist, was wir vielleicht übersehen haben. Ah, seht ihr, was haben wir da? Ein heiliges Symbol und Menschenknochen. Das Symbol nehmen wir mal mit. Besser ist besser. So, und jetzt haben wir den Raumteil auch abgehakt. Das heißt, da sind wir jetzt durch. Das heißt, wir gehen jetzt zurück und ja, im Endeffekt haben wir jetzt den wichtigen Teil dieser Ebene schon mal abgehakt, weil die anderen Teile, da kommen wir nämlich nicht so einfach ran. Das Einzige, was wir machen können, ist jetzt, wir gehen jetzt mal die zu der Tür X3. Ich weiß, wisst ihr natürlich nicht, welche Tür ich meine. So, da sind wir gerade rein. So, dann gehen wir da hin. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie wir da hinkommen. So, hier ist jetzt das, wo wir reinlaufen, da rüber. Und dann, genau, okay. Wow, wo kommt der denn jetzt her? Heilungskanone, wo kam der denn jetzt her? Okay. Gut. Dann ist der da weg. So, zack, zack. So.
Okay, gut. So, wir sind jetzt hier und wir wollen dahin und gehen jetzt mal. So, wir sind da. Und wir gehen jetzt hier lang. Genau. Zack. Zack. Und sind. Wo sind wir jetzt? Jetzt bin ich völlig irritiert. Ah, wir sind hier. Ah, okay. Gut. Das ist falsch. So, wir müssen zurück. Obwohl. Nee, jetzt können wir ja. Obwohl. So, wir sind jetzt hier. Gehen da lang. Da, da, da. So, da. Und dann kommen wir hier zu der Tür. Und dann kommen wir hier. Und hier geht es dann hoch. So. So, hier machen wir jetzt aber erstmal eine Pause. Also eine Ausruhpause, damit wir unseren kleinen Zwergen hier oben wieder fit kriegen. Wir haben jetzt kurz vor halb. Ah, wir haben noch eine halbe Stunde etwa. Ich will auf jeden Fall diesen Raum oben noch machen. Bevor wir dann runter in die nächste Ebene gehen, machen wir heute Pause. Dann haben wir eine ganze Ebene in dies heute gepackt. So, wir machen jetzt aber wieder wie immer einen Speicherstand. So, gut. Dann machen wir jetzt einmal vor. Zack, zack. Und wir nehmen einen der Schlüssel, die Livia hat. Und jetzt können wir hier hoch. Jetzt sind wir. Ah. Wir haben ein weiteres Symbol. Das ist natürlich schön. Wir haben jetzt den Ring. Wir haben die große Kette, die kleine Kette und den Dolch. Damit können wir natürlich schon wieder ein bisschen was erreichen, was mit den Dings passiert. Und das ist, wir waren jetzt im Raum 6. Das ist da, das war der Raum hier von X3 auf X2. In der Ebene 6 und da ist nicht viel, da ist nur dieser kleine Raum. Oh nee, aber ich wollte unbedingt wissen, was da ist, und da war der Ring drinne. Das war das, was wichtig war. So, das heißt, wir werden jetzt hier weiter. Jetzt habe ich, muss ich mal gerade überlegen, lass mich mal kurz gucken. Wir haben wirklich nur noch diese eine Tür. Und normalerweise ist es so, dass wir pro brauchbare Tür natürlich immer eins bekommen, nämlich das, was wir brauchen, um entsprechend das zu nutzen. So, deswegen werden wir jetzt hier diese Tür auch öffnen und werden uns hier die Pfeile holen. Wenn das falsch war, dann werden wir das später merken und dann ärgern wir uns, aber dann ist es halt zu spät. So, wir haben auf jeden Fall hier die Pfeile. So, jetzt gucken wir. Wir hatten gesagt, wir können irgendwo runter, da können wir nicht runter. Das heißt, wir haben die X2, das müsste das sein, was runtergeht. In die Ebene 8. Ich muss gerade mal gucken. Ja, in die Ebene 8. Okay, gut, das heißt, wir sind fast da, wo wir hinwollen. So, wir sind jetzt hier. Da ist der Raum, da, genau. Wir gehen jetzt da lang. Und noch ein weiter. So, nein. Noch ein weiter. Nein, das ist falsch. Wo sind wir denn jetzt? Hallo, wir haben uns verlaufen. Hilfe, wo bin ich? Mama, ich will nach Hause. Nein, das ist falsch. Wo sind wir denn jetzt? Ah. So, das ist ein Gang. Nee, hä? Wo sind wir denn jetzt? Hallo, ich bin. Jetzt habe ich mich verlaufen. Himmel her. Muss mal gucken, wo ich bin. Hallo? Es könnte eigentlich nur der sein. So, zack. Nee, das ist der aber nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Hallo? Ah. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin, glaube ich. Nee, das kann aber nicht sein. Hä? Wo bin ich? Hallo? Das war der Gang. Das ist ein Gang mit einer Tür. So. Ein langer Gang mit einer Tür. Wo ist der? Hallo? Hä? Ah, da. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay, gut. Wir sind völlig falsch abgebogen. So, also wir gehen jetzt hier raus. Gehen jetzt da mit Richtung nach da. Wir gehen nach da. Und dann laufen wir dahin. So.
Jetzt laufen wir hier den Weg hoch. Laufen die zwei rüber. Laufen wieder den Weg hoch. Laufen rüber. Laufen hier hoch. Da ist eine Nische. Genau, zack. Und da wollen wir hin. Genau, so. Jetzt sind wir genau da, wo wir hin wollen. Nämlich Abgang C2. Und wir kommen unten an auf Ebene 8, X7. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter. So. Kommen hier an und sind da. Ah, sehr schön. Das ist ein Gang, in dem waren wir noch niemals, also auch in der vorhergehenden. Wir hatten ja schon mal diesen Punkt, wo wir auf verschiedenen Ebenen durch Teleport hingekommen sind. Und da, wo wir jetzt sind, waren wir noch nie. So, da geht's nach oben. Von X6 nach X7 auf der Links. So, das heißt, wir kämen, wenn wir da runter gehen, kämen wir hier hoch. Nee, gehen wir da hoch und könnten da und da durch. Das schauen wir uns auch mal gerade an. Da ist aber was. Jetzt muss ich schon mal gerade gucken, was das ist. L. Aha, okay. Das ist da. B. Okay, gut. Da kommen wir nicht hin. Da bräuchten wir einen Schlüssel. Jetzt haben wir natürlich den Schlüssel für die. Da ist ein Loch. Schlüsselloch. So. Und das ist jetzt natürlich wieder ärgerlich. Aber wir könnten natürlich. Da ist ein Symbol in der Wand. So. Ah, okay. Ah, da kommen wir durch. Sehr schön. Da ist wieder ein Schlüsselloch. Da kommen wir nicht durch. Gehen wir hier zurück. Da geht's nach unten. Und da ist ein Schlüssel. So, da haben wir einen Schlüssel. Und da haben wir einen Edelstein. So, den Edelstein packen wir hier hin. Den Schlüssel nimmt. Jetzt ist die Frage. Welche dieser Türen benutzen wir? Wir benutzen jetzt als erstes mal die hier. Aber wenn wir hochgehen und machen das, dann werden wir davor speichern. Damit wir wissen, ob das eine gute Idee war. So, speichern. Wir haben den Schlüssel in der Tasche. Das heißt, es kann uns erstmal nichts passieren. Und da kommen wir hoch und können wieder runter. So. Gut. Jetzt sind wir einmal hoch, einmal runter. Und sind jetzt, also wir sind da. Wir sind X, da sind wir auf X6. So, und sind dann bei X7 und kommen da raus bei X5. X5, das wäre hier. Gut. Okay. Wir gucken uns an, also da geht's runter nach 9. Und hier, wenn wir hier lang gehen, kommen wir zu einem Raum. Da ist ein. Ah, okay. Verstehe. Jetzt verstehe ich diesen Plan. Okay, gut, da ist eine Tür. Da ist dann natürlich wieder eine Schildmagierrolle und ein Schlüssel. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. So. Gut, wir werden aber trotzdem jetzt nicht hier zwischenspeichern, weil ich mir nicht ganz sicher bin. So, jetzt gehen wir wieder hoch, gehen hier rüber und runter. So, und wir hatten jetzt ja hier diesen Durchgang, wo wir hier ein Schlüsselloch hatten. So, dann gucken wir mal, was passiert. Ah, der passt nicht. Gut. So, wir wissen jetzt aber, dass wir da drüben einen juwelenbesetzten Schlüssel finden. So, also machen wir jetzt Folgendes. Wir werden jetzt das Spiel laden. So, jetzt sind wir hier. Das heißt, wir gehen jetzt runter und benutzen den Schlüssel an der anderen Tür. An dieser Geheimtür. So. Ah, das passt auch nicht. Ah. Das ist natürlich komisch. Okay, gut. Jetzt wissen wir aber, dass das nicht funktioniert. Der funktioniert auch nicht. Okay, der kann das nicht. Gut, dann haben wir es halt, hätten wir uns das sparen können. Und gehen dann doch hier hoch. Nutzen hier den Schlüssel.
Gehen hier runter. Da geht es dann weiter runter. Da wollen wir aber natürlich jetzt noch nicht hin. Ups. Gehen hier hin, holen uns den Schlüssel und das war's. Genau. Perfekt. Sehr schön. Gut. Schlüssel genommen. Perfekt. Und gut ist. Okay. Mehr können wir nicht machen. Wisst ihr woran? Wenn ich gucke jetzt gerade, da habe ich hier dieses Symbol hier unten. Das sieht aus, als würde mich aus dieser Lücke was angucken. Hier natürlich genauso. Haben wir den Götzen. Und so ist das so. Wir werden jetzt aber Folgendes machen. So, wir gehen hier hoch. Hier gehen wir runter. So, jetzt ist natürlich die große Frage, was machen wir? Wir gehen jetzt wieder zurück. Weil hier kommen wir ja jetzt nicht weiter. Da geht's runter. Da hatten wir den Schlüssel gefunden. So, also gehen wir jetzt hier runter. Dann kommen wir von hier, das ist X8. Ah ne, das ist XB. Zu X4 in der lebende 9. In der lebende 9. Ah, das ist da. Okay. Dann gehen wir hier runter, weil ich habe das Gefühl, dass es natürlich hier so ist, dass wir den Schlüssel, den wir jetzt gerade gekriegt haben, hier unten benutzen müssen irgendwo. Im Zweifelsfalle hier. Genau. Sehr schön. So, da wir das jetzt geschafft haben, werden wir jetzt auf jeden Fall hier einen Speicherstand machen. Und gucken, da ist nämlich auch noch was. So, da geht's nach oben. In X. Da kommt was. Irgendwas kommt da. X3 sind wir jetzt. X3. Wir kommen da zu X8 in Ebene 8. Mal gucken, wo wir da hinkommen. X8, das wäre da. Ja, wir gehen mal hoch, das ist nur ein kleiner Durchgang. Also nur ein kleiner Gang, da ist sonst nichts weiter drin. Außer ich habe das Gefühl, dass wir da irgendwas finden. Ja, wie hätte es auch anders sein können? Wir finden einen Schlüssel. Und das ist wahrscheinlich der Schlüssel, den wir dann in der nächsten unteren Ebene brauchen, um diese Geheimtür zu öffnen. So, aber wir bleiben trotzdem hier. In diesem Bereich ist nicht viel, außer dass wir hier Türen in Massen haben. So, da ist eine Tür. Okay. Kommen wir in einen großen Raum. Mit einer geheimen. Was steht da? Ein Edelstein pro Schlüssel. Okay. So, zack. Da haben wir einen Schlüssel. Und wir haben natürlich noch einen Edelstein. Jetzt wissen wir, warum wir die Edelsteine vorhin mitgenommen haben. Und haben noch einen zweiten Schlüssel. Sehr schön. Perfekt. Haben wir noch irgendwo einen weiteren Edelstein? Nein. Einfach gucken. Ich bin jetzt mal ganz dreist. Nee, das funktioniert nicht. Okay. Es hätte ja klappen können. Mal hier. Was? Es steht geschrieben, der Schlüssel liegt auf der anderen Seite. Okay. Ach so, ja gut, klar. Verständlich. So, jetzt mal hier. Machen wir hier die Tür auf. Okay. So. Und weil alles so schön war, machen wir hier jetzt nochmal einen Speicherstand, weil ich glaube, dahinter ist dann doch noch was. Okay. So. Okay, da geht's nur nach oben. Das ist X. 6. Und da kommen wir hoch nach Ebene
X3. Okay, gucken wir mal, wo wir da hinkommen. X3 wäre hier. Ah, das ist diese Ebene. Okay, da gehen wir noch hoch. Und dann haben wir wirklich, wirklich so diese ganzen Innenteile, die wir von der Ebene 8 haben, erreicht. So, hier ist, wo ist denn jetzt X3? Da bin ich hochgekommen. Ah, Moment mal. So, wir sind da hoch. Dann müsste hier. Nein, auch nicht. Okay. Aber da ist doch eingezeichnet, dass da ein Durchgang ist. Okay. Gut. Anscheinend aber nicht. So, dann gucken wir mal. Da kommen wir hier hin. Gut. Ah, okay. Da hätten wir jetzt den, da hätten wir jetzt den Edelstein gebraucht, den wir gerade. So, da ist ein Schalter. Da geht's aber nicht weiter. So. Das war jetzt natürlich dämlich, wie wir sind. Das sind wir voll drauf reingefallen, haben uns ein Edelstein pro Schlüssel. Ah! Und wo kriegen wir den her? Ah, da. Das ist doch schön. Dann geben wir da einen Schlüssel rein. Und holen uns einen Edelstein. Weil den Schlüssel werden wir nicht mehr brauchen, weil der kam aus einer höheren Ebene. Und deswegen passt das. So, zack. Da haben wir den Schlüssel. Sehr schön. Den. Da geht's hoch. Da geht's auch hoch. So, XA kommen wir nach Ebene 7, X5. Ebene 7, X5. Das ist da. Da gehen wir auch mal rein. Das ist natürlich sehr schön. Wunderbar. Was steht da? Eine Schlacht für die Ehre. Ja, okay. Speichern, speichern. Das ist heute der letzte Punkt, den wir machen. Wir machen unsere Schlacht für die Ehre. Und wir werden sehen, was wir dabei rauskriegen. Da ist es. Gut. Gut, wir haben ihn hingekriegt, wir haben es hingekriegt. Die Schlacht für die Ehre ist gewonnen. Und das war ja der Sinn der Sache. Weil zumindest den ersten Ehrenpunkt haben wir schon mal erreicht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich auch der letzte ist. Ja. Ihr seht, manchmal ist das Aufsammeln der Sachen gar nicht so einfach. So, da haben wir unsere Klerikerin. Die kriegt jetzt wieder die ganzen Steine in die Hand gedrückt. Ich bin jetzt mal. Zack. So, jetzt gehen wir hier zurück. Zack. Vorne. Nein, war mal nix. So, die nach da. Pfeil. 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 So. Das war der erste Kampf. Wir werden hier eine kurze Ausruhpause machen. Wir sind hier, jetzt sind wir in dem Raum, jetzt geht es da weiter. Jetzt ist nur die Frage, kommen wir jetzt auch wirklich so weiter, wie wir wollen? Weil hier ist jetzt zum Beispiel wieder der Punkt, dass wir zwar einen Schalter haben, aber danach kommen wir auch wieder zu einer Tür. Und das ist die Frage, ob da dann wieder ein Schalter ist. Auf der sieht nämlich aus, als wäre auf der anderen Seite. Aber das kann auch für die Dings gelten, für die Tür. Ah, okay, hier ist keiner. Da ist auch wieder eine Tür. So, was haben wir jetzt hier? Okay. Wir müssen da etwas reinlegen und dann kriegen wir die Tür auf. Die Frage ist nur, was legen wir da rein? Geht nicht. Kriegen wir das? Das können wir machen. Ah, okay. Wir müssen nur irgendwas reinlegen. Das ist doch in Ordnung. So, wir sind jetzt da. Jetzt kommen wir hier in diesen Rundgang. Und ich habe das Gefühl,
bist du mir jetzt gelandet? Hallo? Was ist denn das? Moment. Runes? O2. O2. Hit to 8Q1. Ah, okay. Da ist ein Loch und ich bin natürlich gerade runtergefallen. Pit 8Q1, das müssen wir jetzt mal gucken. 8Q1, das ist da. Und wir kommen nach da, das ist T1. T1 ist zu Q2. Das heißt, wir kommen dann dahin. Und da ist... Okay. Also das ist jetzt ganz... So, jetzt sind wir hier. Jetzt kommen wir da. Da haben wir wieder ein Portal. Und da ist eine Tür. So, wir gehen da rein. Da haben wir eine Tote erwecken. Sehr schön. Das ist ja mal eine richtig geile Rolle. Das ist eine richtig geile Rolle. So, und hier haben wir einen extra Heiltrank. Den kriegt natürlich hier unser Berg wieder aufgepackt. So, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So, und das T2 führt uns wieder zu Q3. Und Q3 ist da. Okay. Gut. Okay, gut. Dann gehen wir dahin. So, wir sind hier. Da, wo wir hoch oder runter gekommen sind. Und alles ist in Ordnung. Okay, perfekt. So, das heißt, wir sind einmal da, einmal da. Okay, das hat perfekt geklappt. So, wie wir das wollten. Wobei das eins mit den Runen, das passt. Irgendwas sagt mir, dass die Runen noch was Besonderes haben. So, also gehen wir jetzt nochmal da hoch. Holen uns jetzt und gucken uns das mit den Runen an. Hier ist ja nichts. Außer, dass wir links dahin gehen. Hier. Zack. 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 Da geht's runter. Wir gehen also hier. Ah, guck mal, ein Ring. Dann geht's hier den zweiten Ring. So. Da steht. Ein Schritt des Glaubens. Ja, 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 das ist das, was wir gerade gesehen haben. Okay, gut, das machen wir jetzt natürlich nicht, weil wir wissen ja, was da unten passiert. Also nichts Gefährliches. Wir haben was gekriegt, was eine sehr gute Sache ist. Und wir konnten damit jetzt wieder was Neues erhalten. So, und jetzt gehen wir hier raus. Hier hören wir natürlich auch wieder Laufschritte. Das heißt, wir sind irgendwo, wo nebendran weitere sind. Und wir sind da. So, jetzt sind wir wieder unten in dem und kämen hier jetzt mit X9. Das ist die Treppe X9, 7X5. Da gehen wir nochmal hin und schauen uns das an. Also das war doch da, wo wir hochgekommen sind. Wieso kommen wir bei X5 und XA beides mal auf diese... Ah, nee, das war das wohl falsch. XA ist X5 und X9 ist auch X5. Lustig. Wir kommen bei beidem. Oder ist es X6? Ich habe hier gerade eine ganz miese Beleuchtung. Ah, nee, X6. X6, nicht X5, X6 kommen wir da raus. Ich sollte mir angewöhnen, mir etwas mehr Licht zu machen, als ich brauche. Okay, das ist X5. Gut, also gehen wir hier rüber und kommen dann da zu X6. Das ist ein richtig großer Bereich, den wir jetzt haben. Ich will zumindest den Anfang mir schon mal angucken. Und dann gucken wir weiter. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Eigentlich hatte ich ja ein bisschen früher angefangen, aber das ist ja nicht schlimm, da hatte ich ja ein bisschen geredet. Und deswegen, also gehen wir mal hier durch. So, die Tür haben wir auf. Gut. Da sind Runen. Ah, okay. Einbahnstraße. Gut, wir haben es. Gut, okay. Ich habe mir es gedacht.
Also wir müssen jetzt hier weitergehen, ob wir wollen oder nicht. So, jetzt kommen wir hier in einen großen Raum. So, zurück kommen wir nicht. Außer wir würden den Speicherpunkt benutzen. So. Gut. Perfekt. Oder auch nicht. Ich habe die Vermutung, dass das keine gute Idee ist. So. Hier haben wir jetzt... Der passt nicht. Der passt aber. Gut. So. Der passt auch nicht. So, das heißt, wir sitzen jetzt hier in der Falle. Wir kommen nicht weiter. Weil wir den Schlüssel hier natürlich nicht rauskriegen. So. Ah, Moment. Schlüssel. Okay. Gut, das war's. Das heißt, wir machen jetzt hier Spiel laden. Und ich mache mir hier mal einen Punkt. Das heißt. In einem. Das ist natürlich die Frage, in welchem. Wir sind da raus. Das heißt, da sind. Skelette, genau. Skelette, so. Genau, okay. Nein, wollen wir nicht. Ah, doch. Ja, wir wollen den Spielstand laden, genau. Genau, so. Gut. Wir sind jetzt hier an dem Punkt. Und da machen wir jetzt heute auch Schluss. Und machen dann einfach hier weiter. Hier steht jetzt Einbahnstraße. Nein, kein Zurück. Das heißt, wenn wir jetzt da durchgehen, sind wir definitiv durch und es gibt kein Zurück. Aus diesem Ding. Da steht auch nochmal Einbahnstraße. Da steht eine Einbahnstraße. Genau. Genau. Okay. So, das heißt, wenn wir jetzt da weitergehen, kommen wir nicht weiter. Heute haben wir den 5.3. So, ich habe mir jetzt den Punkt bemerkt, wo wir sind. Und da machen wir dann das nächste Mal weiter. Das heißt, ich mache jetzt hier einmal Spieloption, Spiel beenden. Ja. Gut, also wir haben heute eine ganze Menge geschafft. Wir sind über 3 Ebenen gesprungen, immer wieder mal. Also Ebene 7, Ebene 8, Ebene 9. Über verschiedene Punkte haben verschiedene Sachen herausgefunden. Wie gesagt, wir machen nächste Woche, nächste Woche wahrscheinlich da weiter, wo wir heute aufgehört haben. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, wünsche euch einen guten, nicht so anstrengenden nächste Woche und wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüss, eure Josie.